Das Sturmtief Xavier über Deutschland hat gestern mindestens 7 Menschen das Leben gekostet. Ein 72-Jähriger wurde bei Hoppegarten von einem Baum erschlagen. Nahe Gransee fiel ein Ast in eine Windschutzscheibe und tötete einen Menschen. In derselben Region wurde eine Frau in einem Auto von einem Baum erschlagen. Ein weiterer Mensch kam bei Mühlrose ums Leben. In Berlin starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. In Hamburg wurde eine Beifahrerin getroffen und getötet. In der Nähe von Schwerin hatte ein umgestürzter Baum einen LKW-Fahrer erschlagen. Die Deutsche Bahn stellte aus Sicherheitsgründen in ganz Norddeutschland und weiten Teilen Ostdeutschlands den Zugverkehr vollständig ein. Auch die Berliner S-Bahn stoppte am Nachmittag alle Züge. Der Flughafen stellte vorübergehend die Abfertigung ein und die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus.